komme nie wieder aus diesem Spiel raus, Karin. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich weiß. Aber weißt du, was mich nervt? Was denn? Ich bin schon extrem lange hier in diesem Winterbereich und ich komme hier einfach nicht raus. Ja, musst du halt spielen. Ist halt Pet-Simulator. Du musst verschmelzen, du musst gucken, ob du ein Regenbogen-Pet bekommst. So läuft das halt, ne? Du musst es halt spielen. Anders geht's ja nicht, um hier Geld zu sammeln. Geht das nicht? Beziehungsweise Gold und Diamanten. Geht das nicht irgendwie auch schneller? Ja, gut. Wenn du jetzt ein bisschen Geld über hast, dann kannst du natürlich, ne? Also, klar, dann kannst du ein bisschen was kaufen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Ne? Du kannst ja hier auch was kaufen im Spiel. Also, wie eigentlich in jedem Spiel. Aber dafür brauchst du halt Robux. Und ich habe momentan nicht genügend Taschengeld, um Robux zu kaufen. Ich darf mir keine kaufen. Was willst du jetzt machen? Also, mir hat mal eine Freundin was erzählt. Was denn? Jetzt kommt's. Erzähl, also, was wurde dir erzählt? Es gibt wohl so Seiten, wo man so gratis Robux bekommt im Internet. Ja. Okay. Wirklich? Suchst du jetzt wirklich nach Robux? Also so gratis Robux? Ja, ich werde jetzt nach gratis Robux suchen. Okay, so. Guck bitte, aber bevor du das machst, sag mir bitte Bescheid, weil bevor du da deinen Account anmeldest oder so, sag mir bitte Bescheid, weil das ist zu 110% ein Scam. Kann ich dir jetzt schon mal sagen. Du bist auch ein Scam. Danja, das ist mein Ernst. Sowas. Du suchst doch jetzt nicht nach. Ich weiß, das macht jeder. Ich hab's auch schon mal gemacht. Man hat nach gratis Robux gesucht. Aber das gibt es nicht, Danja. Das ist ein Scam. Es gibt auch, glaube ich, tausende Videos. Ich habe hier gerade eine Seite gefunden und da steht: Ja. Melde dich hier einfach an. Danja, mach es nicht. Und. Danja, mach es nicht, sonst ist dein Account weg, sag ich dir jetzt schon. Die wollen hier nur meine PayPal-Adresse haben und meine. Danja, auf gar keinen Fall. Danja, das machst du auf gar keinen Fall. Nicht zahlen, Bankkonto oder so, gar nichts angeben. Nein, keine persönlichen Daten. Danja, das ist ein Scam. Du kriegst keine gratis Robux. Das gibt es nicht. Doch, das steht hier wirklich. Die dürfen das ja gar nicht falsch schreiben. Da, hast du eine Kreditkarte, die ich da hinterlegen kann? Weil dann würden da die Robux draufgezahlt werden. Nein, wir machen das nicht. Danja, lass es einfach. Nein, keine Kreditkarte, gar nichts. Kein PayPal, 0,0. Sowas gibt es nicht. Gratis Robux gibt es einfach nicht. Du brauchst dich danach suchen, okay? Du hast gut Spielverderber. So. Also du hast hoffentlich jetzt nicht deine Daten da eingegeben, ne? Nein, habe ich nicht gemacht, glaube ich. Deine Daten da eingegeben. Ja, ja. Also, wenn du mal was brauchst, was wirklich funktioniert, ne? Also, ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen zum Pet-Simulator. Und es gibt wohl so Admin-Befehle, womit man Pets hier bekommt, die es halt im Spiel noch nicht gibt, beziehungsweise die es im Code gibt, aber noch nicht öffentlich sind. Und dafür muss man den Chat einfach nur ein bisschen was eingeben, also so ein Admin-Befehl. Und dann bekommt man dieses Pet. Soll ich dir das mal zeigen? Also es muss eigentlich auch klappen jetzt. Das funktioniert nicht. Wo hast du das gesehen? Doch. Auf TikTok? Ja, auch. Also so ein TikTok-Hack ist das. Aber ich zeig's dir. Also man muss einfach nur Secret Pet eingeben. Dann dreimal Ausrufezeichen, dann einmal Prozent und deinen Namen. Und das mache ich jetzt mal. Na klar doch. So, guck, das habe ich jetzt eingegeben und normalerweise müsste ich jetzt... Okay, ja, also normalerweise müsste das jetzt funktionieren. Also vielleicht bekomme ich jetzt... Ah ja, doch, ich muss jetzt... Warte, stopp, ja. Ich muss jetzt einmal ein Pet kaufen... aus diesem Ei und dann kommt ein Secret Pet raus. Das ist so ein Admin-Befehl. Ach so, ja, genau, da kommt jetzt ein Secret Pet raus. Kann, du lügst dir doch gerade selber in die Tasche. Du weißt doch selber ganz genau, dass sowas nicht funktioniert. Nein, glaub mir, das funktioniert. Ich habe das bei TikTok gesehen, glaub es mir. Solltest du auch mal versuchen. Also, ich habe jetzt den Befehl eingegeben, kauf mir ein goldenes Pet. Und siehst du, okay, ja, das ist jetzt nicht so ganz Secret. Okay. Also auf TikTok hat das funktioniert, aber kann auch sein, dass der mit Photoshop und so ziemlich gut war. Also, wahrscheinlich eher das. Also der hatte ein Secret Pet, sah auf jeden Fall danach aus. Der hatte kein Secret Pet, Karin. Jetzt weiß ich, wie es dir vorhin ging, als du mir gesagt hast, dass ich mir nicht die gratis Robux holen soll. Das ist ein Scam. Okay. Der wollte einfach nur deine Views abgeriffeln. Okay. Okay, komisch. Also das hat jetzt nicht ganz geklappt, Danja. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe noch ein paar Fragen. Ich habe noch ein paar Fragen, Karin. Jetzt kommt das schon wieder. Ja, dann frag mal.
Also... Dann ja, so neu bist du doch gar nicht in diesem Spiel, aber gut, frag. Es gibt ja hier Diamanten und es gibt Münzen. Richtig. Wo ist der Unterschied? Okay, also die Münzen brauchst du für die Eier und die Diamanten brauchst du, glaube ich, für die Upgrades hier zum Beispiel. Was denn für Upgrades? Also wenn du die jetzt zum Beispiel verschmelzen möchtest oder so ein Regenbogen-Pad haben möchtest, dann brauchst du meistens Diamanten dafür. So habe ich das verstanden. Was ist denn Frage jetzt ein Regenbogen-Pad und was soll ich denn verschmelzen? Dann ja, du kannst doch... Oh, jetzt muss ich schon wieder die ganzen Fragen beantworten. Also in diesem Spiel kannst du halt die Pads auch verschmelzen. Dann werden sie zu einem, ja, stärkeren Pad. Ne, dann können das sie schneller abbauen. Das klingt aber schon sozusagen ein bisschen brutal. Dann ja, das ist nur das Spiel. Also man verschmelzt halt nur was. Ich will aber nichts verschmelzen. Musst du auch nicht. Aber das ist halt das Spielprinzip. Hast du es jetzt verstanden? Frage geklärt? Nee, nicht so richtig. Aber kannst du mir jetzt nochmal sagen, was ist denn jetzt das Gute an einem Regenbogenpad? Ja, die sind halt, glaube ich, noch schneller. Also das Level ist noch höher. Aha. Und sie sind noch seltener. Sie können noch schneller sozusagen Münzen abbauen. So, glaube ich. Okay, und was weißt bringt du? Das? Ja, zum Beispiel... Oh. Guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel hier. Ich kann jetzt durch Münzen, kann ich jetzt... Was machen diese Geschenke hier oben? Ist so eine Uhr mit so einem Geschenk? Danja, also bei Adopt Me, ne? Ja. Da ist mir eine Sache extrem aufgefallen, was wirklich fast jeder macht in diesem Spiel. Wirklich jeder. Ne? Ob man jetzt Noob ist oder Pro. Also im Endeffekt möchte ja jeder fast in diesem Spiel Free Pets haben. Also von anderen sozusagen Pets bekommen. Und niemand sollte machen, hier... Oder? Nein, nein, das machst du bitte nicht. Das ist Scam. Warum? Ja, aber ich sag ja Free Pets. Ich sag ja, du kriegst dafür nichts. Also dementsprechend möchte ich halt Pets umsonst bekommen. Das ist so peinlich. Weil die Leute, oh Mann, man sieht doch, dass wir befreundet sind, glaube ich. Und dann sehen die das. Und warte, dann machst du sowas Peinliches. Warte, soll ich meinen Namen irgendwie ändern in Please Free Nein, Pets? Nein, sollst du nicht. Du sollst es einfach lassen. Okay, habe ich jetzt gemacht. Du sollst die anderen Leute hier nicht anbetteln nach Free Pets, Khan. Also ich habe jetzt mal ultra peinlich. Free Pet geschrieben. Mal gucken, ob ich vielleicht ein Pet bekomme. Hallo. Nein. Also das machen ja voll viele. Also das macht ja jeder dann ja. Soll ich vielleicht auch noch mal in Chat schreiben? Nein! Sollst du aber nicht. Aber warum? Vielleicht hat ja jemand ein Pet über und ich krieg's. Khan, das ist der absolute Gipfel der Peinlichkeit. Bitte mach es nicht. Please, Free Pet, bitte. Bitte ein freies Pet, bitte. Bitte. Okay, Danja. Ich habe es sein lassen, okay? Ich hab ja hier mein Pet und ich möchte kein weiteres Pet. Alles gut. Ich möchte kein Free Pet, okay? Ja. Ist das in Ordnung für dich? Gut. Ist okay. Dann lass ich es sein. Danke, das ist wirklich nett. Ich kaufe mir jetzt erstmal wieder ein Pet-Egg. Ich mache jetzt was viel Besseres. Was denn? Ich habe gehört, dass es hier so geheime Räume geben muss. Oh, ja, natürlich. Du suchst jetzt wieder nach Glitches, oder? Natürlich. Komm doch mal kurz zu mir. Du kannst doch nicht in jedem Spiel nach Glitches suchen. Jetzt komm doch einfach mal ganz kurz zu mir. Wo bist du denn? Ich bin hier gerade bei Dr. Hart. Ja, warte, du bist im Krankenhaus und suchst da natürlich nach einem Glitch. Ja. So. Nur weil du wieder irgendwo was bei TikTok gesehen hast, genau wie bei mir. Also tut mir leid, du beschwerst dich bei mir, dass ich was bei TikTok sehe. Ich habe den geheimen Raum gefunden. Ja, warte, ich komme. Da bin ich mal gespannt auf den geheimen Raum. Super gespannt. Ja. Immer nach Glitches suchen. Immer nach Glitches suchen. Wo bist du? Im geheimen Raum. Ja, und wo ist der? Tja. Du kannst dich ja mal zu mir teleportieren. Oh. Okay. Ja, aber das ist ja nicht der Glitch, sondern das ist hier dieser geheime Raum. Ja gut, okay, du hast ihn gefunden. Okay. Das ist natürlich ein Glitch. Ja, okay, du hast ihn gefunden. Du hast ihn gefunden, natürlich. Danja hat mal wieder einen Glitch gefunden hier bei Adopt Me. Ist ja klar. Was anderes macht sie auch nicht gerne hier. Ne? Einfach nur Glitches suchen. Khan. Cooles Spiel, oder? Was wollen wir denn in diesem Spiel hier? Ja, also, habe ich auch auf TikTok gesehen. Und zwar, Daniel, das ist eine Free Robux-Obi. Das heißt, wenn wir diese Obi hier schaffen, gibt es am Ende Robux dafür.
Also, Kahn, ich dachte ja schon. Guck mal, also wenn ich sowas mache. Ja, dann ja. Also, wenn man sich irgendwo anmelden möchte und so für Robux, das geht natürlich nicht. Aber das ist halt bei Roblox. Und warum sollte. Also, das hat man ja auch im Bild schon gesehen. Da steht ja Free Robux, Obi. So. Und im Endeffekt müsste das ja dann. Ne? Also, da müsste es ja am Ende Robux geben. Und das steht auch hier. Also. Spielen wir diese Obi und am Ende gibt es halt Robux. Ganz einfach. Kahn, du wirst hier keine gratis Robux bekommen. Wieso denn nicht? Das steht aber da. Weil das nicht passieren wird. Ja, aber das steht da. Das Thema hallo, wenn es da steht, dann muss es auch, stimmen. Ja, wahrscheinlich musst du noch Robux bezahlen und der Entwickler bekommt hier einfach gratis Robux nicht. Von nur, dir. Nur wenn ich will, nur wenn ich will. Guck mal, hier gibt es sogar Skittles. Also ich denke, am Ende wird es auf jeden Fall Free Robux geben. Also ich glaube das jetzt mal. Glaub's ruhig mal. Also, Kahn, weißt du, nee, ich will eigentlich gar nicht hier drin bleiben. Ich habe nämlich ehrlich gesagt bei solchen Sachen jetzt immer Angst, dass ich gescammt werde. Deshalb werde ich jetzt, glaube ich, einfach hier mal rausgehen. Ja, mach das. Oh, ja, was ich auf jeden Fall in dieser Obi brauche, ist ein Gravity Coil. Also, fast in jeder Obi brauche ich sowas. Weil dann ist die Obi natürlich ein bisschen einfacher. Ja, und wo ist das jetzt? Hallo? Wo ist mein Gravity Coil? Okay. Ja. Danja, was machen wir jetzt bei dieser Obi? Ist doch fast das gleiche wie meine Robux-Obi. Das ist nicht die, das gleiche. Also ich glaube, ich lasse jetzt das Outfit erstmal an. Das ist ja das, was Roblox will, was ich anhab, ne? Kahn, das ist die, das ist doch diese okay. Mega-Fun-Obi und das muss jeder Roblox-Anfänger mal gespielt haben. Ja, aber wir sind doch keine Roblox-Noobs mehr. Ja, ich heute schon. Okay. So. Dann, und gut, dass ich dein Outfit nicht sehen kann. Und, also, guck mal, Kahn, wenn du das hier nicht gespielt hast, nicht komplett einmal zu Ende, dann wirst du ja niemals ein richtig echter Roblox-Spieler sein. Sage ich dir so, wie es ist. Mhm. Ja. Ist wirklich wahr. Gut. Okay. Ja, alles klar. Okay. Was ist das hier? Also, Brookhaven also. Aha. Und was macht man hier? Ja, wollte ich gerade sagen. Gibt es hier eine Obi oder so? Oder was anderes? Gibt es Pets oder so? Ich glaube, ich habe die Minispiele gefunden. Okay, aber das ist doch nicht nur ein Spiel für Minispiele, oder? Ich dachte, das wäre so Open World und... Aber was mache ich denn jetzt hier in Brookhaven? Hä, ich bewege mich doch gar nicht. Hä? Also, dass dieses Spiel so gehypt ist, das verstehe ich gerade nicht ganz. Also, was mache ich denn jetzt in Brookhaven, bitte? Hallo? Ich guck mal, ob ich ein Haus einrichten kann oder so. Ah ja, man kann hier Häuser kaufen. Ah, okay. Also geht's in diesem Spiel wie bei Sims um Häuser einrichten wahrscheinlich. Ja, bei Sims geht's ja nicht nur ums Häuser einrichten, aber anscheinend geht das ja auch. Ich mach das immer. Aber gut, okay. Das dann ist Brookhaven also ein Spiel, um Häuser einzurichten. Ja, cool. Alles klar, habe ich verstanden. Nee, das aber Haus ist schon fertig eingerichtet. Keine Lust. Das ganze Haus ist schon fertig eingerichtet. Ich kann hier gar nichts mehr einrichten. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Wofür ist das denn dann da? Check jetzt gar nichts mehr.